Hey, heute habe ich für euch einen IKEA-Haul und zwar wissen die meisten von euch, dass ich bald umziehe und mit bald meine ich nächsten Freitag, also quasi diese Woche. Und ja, da habe ich mir mal so ein paar Sachen bei IKEA gekauft und ich habe euch mal bei Snapchat gefragt, ob ihr denn gerne einen IKEA-Haul haben möchtet. Ich habe leider den Kassenzettel irgendwie verloren, deswegen, falls ich ihn noch finde, schreibe ich euch auf jeden Fall die Preise in die Infobox. Und falls nicht, dann könnt ihr einfach auf die IKEA-Seite gehen und euch das ergoogeln. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Meine Wohnung möchte ich generell in Weiß und Grau einrichten. Und da habe ich mir dann schon mal graue Handtücher bei IKEA geholt. Und zwar sehen die so aus. Die habe ich auch schon hier zu Hause, also beziehungsweise meine Mutter, die hat sie in Beige und in Weiß. Und die sind von der Qualität her sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich die für meinen eigenen Haushalt direkt auch. Da wir am Tag des Umzugs einige Sachen zusammenbauen und abbauen müssen, habe ich mir diesen Koffer hier vom IKEA geholt. Denn da sind die ganzen Grundutensilien drin, die man braucht. Da ist zum Beispiel ein Schraubenzieher mit ganz vielen verschiedenen Aufsätzen, damit man auch für jede Schraube einen passenden Schraubenzieher hat. Das ist ja ziemlich wichtig. Und dann ist da noch ein Hammer drin und eine Zange und noch eine andere Zange. Ich weiß jetzt nicht genau den Unterschied. Falls ihr den kennt, dann seid ihr schon schlauer. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht, aber da ist bestimmt eine Bedienungsanleitung drin, die mir erklären wird, was das Ganze ist. Das hier ist meine Klobürste. Den Preis, den konnte ich mir merken, weil die war reduziert auf 59 Cent. Und die hat, wie ihr sehen könnt, eine schwarze Bürste. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich finde das voll ekelhaft, wenn man da so eine weiße, versiffte Klobürste stehen hat. Das habe ich schon öfter gesehen. Und deswegen kaufe ich mir lieber eine schwarze, nämlich falls sie dann versifft sein sollte, dann sieht man es wenigstens nicht. Damit ich natürlich meine ganzen Softboxen, die hier gerade stehen, einstecken kann, habe ich mir auch noch zwei Steckdosen gekauft. Da sind dann zwei Steckdosenleisten mit jeweils drei Steckdosen drin. Genau, ich glaube, so bezeichnet man das. Und das Ganze war auch, glaube ich, ziemlich günstig. Ich glaube, das hat 3,99 € gekostet und da kann man definitiv nichts sagen. Ich dachte mir, da kann ich auch schon direkt mal eine Salatschüssel mitnehmen und da habe ich diese hier mitgenommen. Die fand ich ganz cool, die fand ich schon immer cool und ich habe immer gesagt, wenn ich mal ausziehe, dann habe ich mal so eine Schüssel für meinen Salat. Und da habe ich mir gedacht, mache ich meinen Traum wahr und kaufe sie mir. Das hier ist eine Reibe, die haben wir aktuell auch zu Hause und die ist sehr scharf, damit kann man sehr gut Käse und Gurken und was weiß ich was raspeln und deswegen musste die auf jeden Fall auch mit in meinen eigenen Haushalt. Ich mag das gerne, wenn das Geschirr schön schlicht ist, also am liebsten weiß und am liebsten einfach ohne irgendwelche Schnörkel, ohne irgendwelche Schrift, dass da Blümchen raus sind oder sowas. Da hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen und ich mag das Ganze gerne etwas moderner und schlichter. Und da habe ich mir diese Schüsselchen hier geholt, davon habe ich 6 Stück gekauft. Das sind einfach so, ganz normale Müsli-Schüsseln. Aber mir gefallen die sehr gut, weil die so extrem rund sind und nicht so, wie soll ich euch das erklären? Also die sind eher flacher und größer und das mag ich halt einfach sehr gerne. Und das seht ihr jetzt auch an dem restlichen Geschirr, was ich mir gekauft habe. Da habe ich mir nämlich noch dieses Set hier gekauft. Das packe ich jetzt besser nicht aus, weil sonst geht es beim Transport noch kaputt. Aber ihr seht das jetzt in der Nahaufnahme so in etwa. Mir gefallen da sehr gut vor allem die Suppenteller, weil die sind ziemlich flach, aber ziemlich groß. Ich mag das sehr gerne. Das ist irgendwie meiner Meinung nach modern. Und das sind halt 6 kleine Teller, 6 große Teller und 6 tiefe Teller drin. Und das Ganze war auch ziemlich günstig. Ich glaube, das hat 24,99 € gekostet. Vielleicht hat es auch weniger gekostet. Das wäre auf jeden Fall cool. Also ich finde, der Preis ist in Ordnung und mir gefällt die Optik sehr gut. Da ich sehr, sehr gerne Nudeln esse, brauche ich natürlich auch ein Sieb. Und das sieht so aus, dass es ein ganz normales, so aus Plastik. Die Schlitze hier, die sind jetzt nicht ganz so groß, damit da auch nicht die Spaghetti oder sowas durchflutschen. Und ich fand es einfach sehr schlicht und ich mag das gerne so. Dann habe ich mir noch einen Schneebesen geholt. Da wollte ich einfach so einen etwas größeren haben. Und mir war es wichtig, dass das auch so ein silberner ist, weil ich das einfach, wie alle anderen Sachen auch schön finde. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst begründen soll. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Schneebesen hier gekauft. Ich habe eine richtige Phobie gegen Lappen. Ich finde Lappen einfach richtig, richtig ekelhaft. Klar, ich muss mir auch für meine Wohnung noch Lappen kaufen, fürs Klo und sowas. Ich kann das ja schlicht nur mit dem Schwamm putzen.
Aber zum Spülen habe ich mir jetzt erstmal dieses Ding hier geholt. Das ist so eine Bürste und die ist auch schwarz, damit man ja auch nicht sieht, falls die eklig aussieht. Aber ich denke mal, die wird man frühzeitig wechseln. Und ja, ich putze damit einfach sehr gerne. Also meine Freunde, die haben das alle zu Hause. Meine Mutter hat das hier nicht. Die mag gerne Schwämme und Lappen. Und ja, ich dachte mir, ich mache das aber lieber mit diesem Ding. Hier habe ich dann nochmal so ein Paket an Grundausstattung. Das heißt, da ist so ein Wender drin, dann ist da so eine Zange drin und dann ist da noch sowas drin. Das würde ich auch zum Wenden verwenden. Und dann ist hier einmal so ein Besteck für Salat. Und ja, genau. Hier habe ich dann noch so zwei kleine scharfe Messer, die habe ich in Grau geholt. Die gibt es auch wieder in ganz vielen verschiedenen Farben, aber ihr wisst ja, ich mag ja am liebsten Weiß und Grau und ich mag das nicht, wenn die Messer rot und blau und grün und gelb sind. Und deswegen habe ich sie mir so gekauft und die sind echt gut. Also falls ihr nach kleinen scharfen Messern sucht, wir haben die auch hier zu Hause, die sind richtig gut. Die sollte man nicht in der Spülmaschine mitwaschen, sondern dann lieber per Hand, weil die sonst stumpf werden, oder eher gesagt schneller stumpf werden. Und die haben auch so Kappen da drauf, aber die finde ich echt richtig gut. Das allerletzte, was ich mir gekauft habe, sind Gläser. Und zwar sind das diese hier. Ich finde die einfach so schön, wenn man hier so ein paar Eiswürfel reintut. Ich weiß, das sind einfach ganz normale Gläser, ne? Aber mir gefällt einfach die Form sehr gut. Und deswegen dachte ich mir, da möchte ich gerne draus trinken. Und ja, ich kann es mir förmlich schon vorstellen, wie ich da Eiswürfel reintue und dann Minze und irgendein leckeres Getränk darin mache. Auf jeden Fall ja, haben mir die Gläser sehr gut gefallen und die waren richtig günstig. Ich glaube, ein Glas hat 69 Cent gekostet. Ja, ihr Lieben, das war es dann jetzt auch schon mit meinem IKEA-Haul. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig. Vergesst nicht, mich hier kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.